Sie wollen uns etwas sagen darüber, warum Sie hier auf der Covid-Behandlungsstation, der Intensivstation, eingearbeitet werden und wie das für Sie ist. Frau Tinnen. Ja, also ich fand es einfach toll, die Möglichkeit zu haben, in dieser doch auch speziellen Situation einfach auch zu helfen. Und ich bin ja Studentin und hier lerne ich auch nebenbei noch extrem viel. Was ist denn jetzt die besondere Herausforderung? Sie sind ja Krankenpfleger. So ist es. Und Sie ist Studentin. Mhm. Ist das jetzt ein tolles Team? Funktioniert das jetzt? Ist das eine Herausforderung? Nun, also ich denke, mit gewisser Einarbeitungszeit, die es natürlich benötigt, um sich hier an die Prozesse auch anzupassen, ist es durchaus hilfreich, eine helfende Hand zu haben, sowohl bei der Grundpflege als auch seien es so einfache Dinge wie das Hereinreichen von Materialien und so weiter, die man eben kurzfristig benötigt. Sonst müsste man ja ständig wieder aus dem Zimmer raus, die ganzen Klamotten wechseln, Materialverschleiß. Wie viele Studenten sind hier noch tätig? Das weiß Lukas. Besser. Über 10 auf dieser Station, glaube ich. Genau. Insgesamt wurden meines Wissens 50 aktuell eingestellt, sollen aber noch mehr folgen. Also aktuell sind wir noch in den Semesterferien. Es ist gut zu bewältigen, da das Studium natürlich jetzt nur online startet, sollte es auch weiterhin gut zu bewältigen sein. Also ich plane schon, den Mai noch hier zu verbringen. Jeder Student bekommt im Grunde eine Pflegekraft an der Hand, vorzugsweise, wenn es sich nach dem Dienstplan anbietet, immer die gleiche. Und die wird dann begleitet. Ob schon auf dem Flur dann eher solche Springertätigkeiten angenommen werden. Also im Grunde unterstützt man sich hier gegenseitig. Wie lange dauert das, die Einarbeitungszeit, und wie fit fühlen Sie sich jetzt? Also ich würde schon sagen, es dauert schon mehrere Tage, natürlich. Ja. Ne? Aber mittlerweile, denke ich, kann man mich ganz gut gebrauchen. Doch. Ja, absolut. B, stabil soweit. Kalium könnte etwas steigern, weiterhin Hypernatrium. Das war schon eine Umstellung, das muss ich schon sagen. Also allein in diesen Arbeitsablauf zu kommen. Schichtdienst. Ne? Schichtdienst, genau, das ist auch nochmal eine komplett andere Welt, vom Studentenleben zum Schichtdienst. Aber ich hatte tatsächlich auch, bevor ich hier angefangen habe, leichte Bedenken, aber nach dem ersten Tag war alles wie weggeblasen. Im Grunde fehlt an jeder Stelle immer irgendwo eine Hand. Und wenn dann jeder vielleicht jemanden hat, der noch einmal mit einem mitläuft und auf den sich fokussiert wird im Grunde, dann ist das doch hilfreich, gerade wenn es mal rasch irgendwie was getan werden muss.